Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Flensburg Handewitt. Zuerst möchte ich gerne die Gäste aus Kiel begrüßen. Das ist Trainer Alfred Gislason und Manager Klaus Elwart von der SG Hilfone, Jubomir Vranjes, unser Trainer und unser Manager Holger Kaiser. Alfred, ihr seid mit 0 Minuspunkte angereist. Ihr reist auch wieder mit 0 Minuspunkte ab. Ihr habt keine Federn gelassen. Jubo wollte euch eigentlich ärgern. Ist es Ihnen zumindest zeitweise gelungen? Wie fandest du das Spiel? Also ganz bestimmt ist das denen gelungen. Wir haben schon große Probleme, überhaupt in das Spiel reinzukommen, so richtig. Wir lagen mit 0:3 zurück und Flensburg hat uns schon überrascht mit einer sehr offensiven Abwehr, die sehr gut zupackte und sehr aggressiv war. Und nach 6 Minuten haben wir das erste Tor gemacht und danach endlich mal so unser Spiel gefunden. Ich denke, danach haben wir in Abwehr wie in Angriff eigentlich ganz gut gespielt, auch wenn wir einige Fehler gemacht haben und muss sagen, erst so in den letzten Minuten wurde das klar, dass wir gewinnen. Also ich habe einen stärkeren Flensburg gesehen als schon sehr lange und das war mit sicherlich der stärkste Gegner, der auch schon gegen uns angetreten ist. Und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft und glücklich, dass wir hier gewonnen haben, weil das war unwahrscheinlich schwierig heute. Dankeschön. Jubo, Alfred hat einen starken Flensburg gesehen. Hast du auch einen starken Flensburg gesehen? Wie fandest du das Spiel? Ja, guten Abend erstmal. Glückwunsch und 2 Punkte. Das ist ja schwer zufrieden zu sein, wenn man verliert. Aber ich meine, wir haben das schon teilweise sehr gut gemacht. Wir sind ja auch selbst schuldig, dass wir nicht gewonnen haben. Oder wir haben einfache Fehler gemacht, technische Fehler gemacht. Wie immer ist ja dann auch Kiel sehr gut, das zu benutzen. Ich finde, wir machen ein gutes Spiel. Ich finde, dass die Spieler haben Leidenschaft gezeigt. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass unser Abwehr teilweise funktioniert hat. Am Ende waren wir ein bisschen müde, hat man schon gesehen. Aber wir sind ja in Entwicklung. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung bis jetzt. Und wir fortsetzen auf diesem Weg, uns zu entwickeln. Eine Frage an den Trainer gibt, dann möchte ich gerne Klaus fragen. 0 Minuspunkte, Mitte Dezember ist schon fast unheimlich. Was habt ihr eigentlich vor? Anders Geburtstag, Leute, alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja, also, glaube ich, zum Sportlichen ist schon mal alles gesagt. Das auch mal von meiner Seite, Alfred, herzlichen Glückwunsch nach unserem Mannschaft. Aber ich glaube, heute haben wir auch mal wieder ein Derby gesehen, das richtig interessant war. Also ich glaube deswegen, was Alfred eben gesagt hat, dass er eine Minute vor Schluss das Ergebnis noch gar nicht richtig wahrgenommen hat, auch noch mit seiner Auszeit. Also wir waren nie sicher und ich glaube, da auch noch mal von mir recht viel Glückwunsch an dich und an deine Mannschaft. Das war heute wirklich ein Derby und ich glaube, das konnten wir uns alle gut angucken. Ja, zu 0 Punkte. Was soll man dazu sagen? Das ist ein schönes Gefühl und wir suchen natürlich auch Erklärung, wo kommt das her? War das Lavignon? War das dieser Teamgeist? War es, wie Alfred am Anfang der Serie sagte, er hat zwar keinen neuen Spieler bekommen, aber dafür hat er 2 bekommen. Na gut, aber die waren schon immer bei uns, aber die sind nicht verletzlich, ja, er hat eine volle Truppe. Ja, und das macht einfach Spaß zuzugucken und wir hoffen alle in Kiel, dass das so weitergeht. Dankeschön, das war zumindest wahrscheinlich dann ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk weiter. Ja, von meiner Mannschaft sowieso, aber dass ich so ein enges Verhältnis mit Martin Schwalb habe, das hat mir auch noch gleich eins gemacht. Okay, vielen Dank. Dann. Dankeschön. Holger, das ist gut, dann ist es. Ja, ich denke, Glückwunsch an Alfred, an dich Klaus und Glückwunsch an die Mannschaft, an Kiel. Ich glaube, wir haben heute ein richtig spannendes und rassiges Derby gesehen mit einem sicherlich nicht ganz so positiven Ausgang für uns. Wir haben sicherlich zu viele einfache Fehler gerade im Angriff gemacht, eine fantastische Deckung. Ich denke, da können wir in der Summe vielleicht nicht mehr zufrieden sein, aber wenn man daran denkt, dass unser Trainer in der Vorbereitung seit Juli erst diese Mannschaft zusammen hat, ist diese Entwicklung unglaublich rasant. Wie stabil die Mannschaft ist, wie sie plötzlich aus dem Off eine ganz andere, auch offensive Deckung spielt. Und wie die Mannschaft sich von der Entwicklung präsentiert hat. Von daher denke ich mal, können wir in Anbetracht dieser ganzen Situation stolz sein, wie die Mannschaft sich heute verkauft hat.
Und ich glaube auch, wenn wir auf die Hinrundentabelle gucken, dann müssen wir das Kielspiel herausrechnen. Hamburg ist jetzt punktgleich mit uns, Füchse noch einen Punkt vor uns. Da können wir nicht nur in Anbetracht der Auslosung für die Rückrunde, sondern wie die Mannschaft sich entwickelt und wie viel Potenzial hat, extrem optimistisch sein für die zweite Spielhälfte in der Saison. Und ich denke, das hat Lu heute auch nicht nur durch seine Deckung und durch den Kampfeswillen der Mannschaft gezeigt. Da steckt noch so viel Potenzial und Zündstoff drin, dass die SG sicherlich noch extrem viel für Aufregung macht. Nahziel, denke ich, muss sein, die nächsten drei Spiele zu gewinnen und mit minus 6 Punkten die Hinrunde abzuschließen und dann wirklich in greifbarer Nähe Platz 2 zu haben. Dankeschön. Gibt es Fragen an die Manager? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanken wir uns heute bei einer mehr als ausverkauften Halle mit 6.334 Zuschauern und wünschen einen guten Abend. Danke.